Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Heute mit einem kleinen, ja, ich sag mal Update. Und zwar ist es die Karte vom LS19 Felsbrunn Multifruit bei MC. Die habe ich ja letztes Mal vorgestellt, ihr könnt euch noch daran erinnern. Da ich ja die Map gerade spiele, habe ich die ein bisschen umgebaut. Und das möchte ich euch jetzt mal nicht vorenthalten, möchte ich mal zeigen, was ich daraus gemacht habe. Und ich hoffe, die FPS macht mit. Ach so, ja, noch was. Wenn ihr die Map spielt, ein kleiner Tipp, ich bin auch drauf reingefallen. Was heißt drauf reingefallen? Ich habe eigentlich nur den Global Company Mod mit drauf geklatscht und die ganzen Mods, die ich brauche. Und als ich dann was platzieren wollte, bin ich bald wahnsinnig geworden. Ich habe ein Gebäude platziert und dann hat sich kein zweites mehr platzieren lassen. Ich musste also abspeichern, wieder von vorne anfangen, da konnte ich wieder was platzieren und so weiter und so fort. Und Gebäude bzw. verkaufen, abreißen konnte ich auch nicht. Bin dann hergegangen, habe das mal auf der Motorstadt-Seite durchgelesen und da hat er noch einen zweiten Mod angegeben. Es ist ein Mod, von dem ich nichts halte, da bin ich kein Fan davon. Manche sind da richtig geil hinterher und zwar der Manura Schlauchsystem. Müsst ihr mit reinnehmen. Nehmt das unbedingt mit rein, sonst habt ihr mit dieser Map nur Schwierigkeiten. Und seit ich den Mod mit reingenommen habe, funktioniert das einwandfrei, arschrein, ohne Probleme. Und ja, das Ergebnis möchte ich euch jetzt zeigen. Gehen wir kurz in die Lüfte, dass ich mal ganz grob so zeigen kann. Wie gesagt, der Hof habe ich jetzt eigentlich nichts groß verändert, das ist ja gewesen. Ich habe nur den Schweinestall abgerissen. Hab hier noch eine große Hühnerzucht hingebaut, weil ich viele Eier brauche. Hier sind die für Hühner, sag mal schnell, die Lager, die Eierlager. Dann, wie gesagt, hier war der Schweinestall, den habe ich abgerissen oder wer verkauft, den brauche ich nicht. Dafür habe ich das Milchhaus hier vom Hot Online Team hingebaut. Und dann noch einen Ballen für Strohballen und Heuballen. Das ist okay, dann habe ich hier noch ein Ding hingebaut und zwar ein Wolle-Lager. Weil die Schafsweide habe ich gelassen. Dann ist hier unten noch ein Gebäude, da habe ich den Dings reingebaut. Den Ballen, sag mir schnell, Pressermaschine, also die wo aus losem Stroh, Heu oder Gras, Ballen pressen vom Hot Online Team. Und das fand ich geil, das hat genau darunter gepasst, das habe ich da reingebaut. Wie gesagt, sonst habe ich da nichts groß verändert. Der Kartoffelwascher, der hinten ist ja Kompostieranlage, habe ich gelassen. Wie gesagt, hier sind ja auch noch Lager, habe ich auch gelassen. Hier ist der Kuhstall, der bleibt auch, weil Milch brauche ich. Das eine, was mir auffiel, er hat keine Möglichkeiten gebaut zum Fahrzeuge unterstellen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Wie gesagt, das ist ja das Gute an der Map. Er hat eine Menge platzierbare Flächen gelassen. Hier habe ich so ein Dings hingebaut, wo man mal spontan eben Hänger drunter stellen kann, wenn man sie gerade nicht braucht oder auch vom LKW, Auflieger. Dann ist hier eben meine Traktoren drunter, das Regal für die Schaufel- und Ballenspieße. Wie gesagt, hier sind die ganzen Glasfahrzeuge drunter, außer der Drescher, der steht in einem kleinen Ding, das habt ihr ja gesehen. Hier habe ich noch einen Unterstand hingestellt, vielleicht mache ich nebendran noch einen zweiten, das werde ich mal sehen. Das ist auch ein Lager, aber frag mich nicht für was, egal. Es ist nicht so wichtig. So. Gehen wir wieder hoch. Weil ich habe nebendran auch ein Logistikzentrum gebaut. Erstmal das Hirschfeld Logistik, weil mir das wahnsinnig gut gefällt. Habe hier noch ein paar Parkflächen hingemacht für LKWs. Hier ist eine riesen Schreinerei, weil die auch Möbel produziert wie Tische, Stühle und Schränke. Das hat mir irgendwie noch gefehlt, weil ich das geil fand. Wie gesagt, hier ist die Hirschfeld-Logistik. Ich finde das richtig geiles Gebäude. Das musste mit drauf. Und hier ist meine Spedition. Also das heißt Spedition, das ist nur für die Fahrzeuge. Einmal eine Volvo-Halle, das ist die Werkstatt. Hier die Tankstelle. Und dann halt, wie gesagt, auch noch Parkflächen. Und dann eben hier diese Hallen, die ich richtig geil finde. In 6 Meter Torbreite und 5 Meter Torbreite. Verhängerzüge, Sattelzüge. Auch mit den Parkflächen und so weiter und so fort. Habe ich mal 4 Stück hingebaut und diese ganz normale Leinbinderhallen, die ich auch große Klasse finde, die ich beim LS17 richtig vermisst habe.
Das ist mein kleines Logistikzentrum. Vielleicht fällt mir noch was ein, da baue ich noch hin. Aber im Augenblick ging eine riesen Wiese drauf. Ich musste alles eben machen. Das war ganz schön Arbeit. Aber es hat Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Kernstück. Beziehungsweise hier habe ich noch was hingebaut. Hier war noch eine ganz kleine Fläche. Hier habe ich drei Ballenlager hingebaut für Gras, Stroh und Heuballen. Das fand ich nicht schlecht. Das ist cool. Das muss sein. So. Jetzt gehen wir mal in die Wälder. Weil wie gesagt, in dieser Map möchte ich hauptsächlich also Holzverarbeitung machen. Es dauert gerade ein bisschen, bis ich in die Lüfte steigen kann. Ich komme nicht höher. Wie auch immer. Erstmal gehen wir darüber. Hier ist die Gärtnerei. Und hier unten, das seht ihr, habe ich ein kleines Fabrikgebäude gebaut. Ist, weiß nicht, so arschrein, weil das Terrain hat sich irgendwie noch erhoben. Das muss ich noch ändern. Aber es ist die Fabrik, die Magazine herstellt und so. Also wie gesagt, das werde ich noch umändern. Das sieht nicht so toll aus, aber was soll man machen? So, hier ist meine riesen Schreinereianlage. Das ist ja das einzige richtig geile beim LS19. Es gibt so viele Holzverarbeitungsmods und da bin ich richtig glücklich drüber, weil beim LS17 habe ich das ein bisschen verdient. Hier eine Baumstammverpackung, hier ein Hackschnitzel-Dingsbums und ja, hier ist Lagerfläche. Das seht ihr hier, das sind Lagerflächen, hier sind Lagerflächen für Bretterpaletten. Dann ist hier eine Holzkisteherstellung, Kartonagenherstellung. Hier ist noch eine kleine Schreinerei, die Brennholz und Kanthölzer herstellt. Hier ist die Kisten, das ist eine große Schreinerei, die selber diese Balken herstellt, wo man Leimbinder draus machen kann. Das wird hier hinten verpackt und so weiter und so fort. Dafür habe ich schon den großen Klarkstapler, weil der ist ein bisschen geeignet dafür, weil Leimbinder sind schwer, das weiß ich. Hier ein paar Unterstände, hier ist ein bisschen Deko-Quatsch mit Mülltonne und so weiter und so fort. Ja, das ist meine ganz große Schreinerei. Dann habe ich hier oben, wenn man noch so ein bisschen höher geht, für den Felsen. Ja, das habe ich nie hingebaut, das war schon so. Das ist auch was mit Holzproduktion. Wie gesagt, guckt mein erstes Video an, dann wisst ihr auch, was es ist. So, und jetzt hat er Probleme, es rubbelt er schon rum. Das ist auch das große Sägewerk, das war auch schon da. Aber hier, das war zu weit. Hier habe ich was hingebaut. Hier habe ich noch ein großes Sägewerk, das auch Bretter macht. Hier ist auch gleichzeitig mein Holzlager. Hier habe ich das Holzlager hingebaut, wo es ein bisschen Deko-Sachen und so weiter und so fort. Hier ist ja die auch nochmal Sägewerk mit Lager und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt es zu meinem Highlight. Da bin ich richtig stolz drauf. Da könnt ihr von mir halten, was ihr wollt. Ich finde es klasse. Ja, sind gerade Bäume im Weg und außerdem ist die FPS im Keller. Ich habe gesagt, die FPS macht Schwierigkeiten, weil dadurch den Umbau, durch die vielen platzierbaren Objekte, ist natürlich mein Laptop an die Grenzen gestoßen. Ist halt so, was will man machen? So, jetzt sind wir da. Hier habe ich noch eine Fabrik hingebaut und zwar ist das die, wo Spanplatten herstellt. Also Span, Brechspanplatten. So. Hier, das war ja schon vorhanden. Halte ich mir noch ein bisschen rüber. Das war schon vorhanden. Das ist mein Forsthof. Das heißt, das sind die Bürogebäude so, wie eine Försterei auf Deutsch gesagt. Man kann ja ein bisschen flexibel sein. Habe ich noch eine Garage hingebaut für meinen Forst-Jeep oder so weiter und so fort. Plus ein bisschen Deko. Und dann hier hinten habe ich meinen Forsthof. Hier ist also quasi Hallen, wo ich, gehe mal runter, so, runter und nicht aufs Dach. Ja, weil ich den Speedmod mit drin habe, das ist ja schnell. Wie gesagt, hier sind halt die ganzen Auflieger und so weiter, ein Pausewagen habe ich hier. Hier ist die Werkstatt, hier habe ich die Fahrzeuge wie Unimog und LKWs und hier sind halt der
Hunze und Baumstumpffräse und einen Traktor noch mit einem, wo man Dings Bäume mitziehen kann. Hier ist noch eine Tankstelle und hier habe ich hingebaut, das ist ein Hackschnitzellager, ein großes, mit gleich einer Hackschnitzelproduktion. Und dann habe ich hier hinten noch, weil ich, mir fiel nichts anderes mehr ein, aber ich finde es cool, eine Baumschule. Eine kleine, süße, einfach schlichte Baumschule. Vielleicht mache ich hier noch einen Tank hin zum Wasser lagern oder speichern oder so irgendwie oder vermisst. Das werde ich noch sehen. So, jetzt gehen wir wieder in die Lüfte. Weil das ist mein Forstgebiet. Also da bin ich richtig, da könnt ihr mich jetzt verhalten, was ihr wollt. Richtig stolz drauf. Und ich werde die Karte mit dem Chris zocken, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Wenn bloß diese scheiß Mod-Gedöns nicht mehr immer mit dem Mods hin und her schicken. Wenn man da so große Pakete hat und ja, Internet ist ja nicht dumm. Da gibt es Anbieter, die halt einem das erleichtern, aber richtig Fettkohle dafür haben wollen, wo ich nicht gerade begeistert bin. Finde ich sehr, sehr traurig, aber egal. Aber wenn das da unten aussieht wie eine freie Fläche, da ist was drauf. Also wie gesagt, ich habe alles ausgenutzt, keine Ahnung. So, hier ist im Hafengebiet, habe ich auch eine Menge verändert. Und zwar finde ich das Hafengebiet so geil. Erstmal bin ich hergegangen, habe hier, ich gehe mal runter, Verkaufsstellen hingebaut. So. Ihr seht schon hier, das sind die für die Leimbinder. Dann hier noch für normale Räderpaletten. Hier habe ich einen Parkplatz für LKWs hingebaut. Oder man kann das auch nehmen, deswegen habe ich das mit Absicht so gemacht, einen Container abstellen. Das gleiche habe ich hier gebaut, das ist für LKWs abstellen, das sind die Parkbuchten und hier auch nochmal für Container, weil ich auch eben Transportwesen, Logistik spiele und hier werden die ganzen Container abgestellt. Das gibt es ja vom ATCC, das so Containerpack. Hier habe ich noch ein paar Lager hingestellt für Diesel, weil das fehlt ein bisschen, weil hier ist die Dieselproduktion hier hinten, aber er hat da leider das Lager vergessen. Wie auch immer. Hier habe ich noch eine riesen Fläche, da kann ich noch was hinpatschen. Vielleicht fällt mir noch was ein, ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht mache ich hier auch eine Lagerstätte draus. Oder ich weiß es noch nicht, ich habe keine Ahnung. So, jetzt gehen wir dann in die Lüfte. Jetzt gehen wir mal ganz runter zu Ikea, weil da ist mir auch noch was Tolles eingefallen. Ach so, ja, hier habe ich noch was hingebaut und zwar, Moment. Ja, und war auch noch eine platzierbare Fläche. Da habe ich eine, weil es gibt ja eine Schlachterei, wo Dings herstellt, Fleischprodukte, Rindfleisch, Schweinefleisch und auch Lammsteaks und so. Und hier habe ich noch einfach ein Dings hingebaut, wo eben, sag mal schnell, nee, das ist nicht, da unten ist, sorry, Würste, wo einfach nur Würste herstellt. Ja, hier ist es, die Wurstfabrik, die habe ich mit hier hingestellt. Das fand ich cool, ich gesagt, das fehlt noch irgendwie und gut ist. Weil sie will die Burg da oben, das Restaurant auch mit Würste versorgt werden, nicht nur Fleisch da. Ja, das sind die Logistikzentren, die ja verbaut wurden. Also ich finde es eine wunderschöne Map, die hat er richtig super umgebaut. Ich bin zwar am Anfang wahnsinnig geworden, wie sie irgendwie nicht richtig so funktioniert habe, aber siehe da, lest euch das bei Motorshow genau durch. Es muss nämlich alles rein. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Da oben im Industriegebiet habe ich noch die Lamborghini-Fabrik gebaut, weil hier zum Beispiel, Moment, irgendwo da hinten habe ich nämlich den Autohändler hingeknallt, wo man nämlich die Autos verkaufen kann. Aber egal. So, hier ist Ikea. Und hier gegenüber war eine Wiese. Da habe ich erstmal hier
die Dings sind gebaut, die Verkaufsstelle für die Schreinereiprodukte wie Tische, Stühle und Schränke, also ein Supermarkt für Holz, Dingsbums. Hab dann noch eine Straße gebaut und hier ist mein Turmbaumarkt. Fand ich auch cool. Noch Verkaufsträger für Leimbinder und dann noch ganz normale Sachen wie die Holzkisten, die Paletten kann man verkaufen, Kanonagen, Bretterpaletten, gebundenes Stammholz und so weiter und so fort. Finde ich cool. Ich wollte hier noch ein Dings hinbauen, deswegen ist es auch so groß. Ein Verkaufsstelle nur für Bretterpaletten. Aber der Mod, der hat nicht richtig funktioniert. Jedes Mal, wenn ich den platziert habe, hat sich die Karte aufgehangen und ich konnte nichts mehr machen. Traurig, aber wahr. So, hier habe ich auch noch ein paar Verkaufsflächen hingebaut, also so Trigger irgendwie. Und hier hinten ist mein Lamborghini-Händler. Da, der passte super hin und so weiter und so fort. Denk super, hier ist mein Autohaus. Hier ist auch nochmal Logistikzentrum. Und hier ist einfach nochmal für Leimbinder so eine Verkaufsstelle und halt für normale Sachen und so, dass man ein bisschen Auswahl hat. Wie gesagt, da oben im anderen Hafengebiet ist die Lamborghini Factory. Das ist eben das, was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Ja, die FPS sind ja noch, Leute, wundert euch nicht. Die wackelt gerade rum zwischen 20 und 2. Deswegen, ja, ist so. Also hier gibt es eine Menge Fabriken, das ist ja der reinste Wahnsinn. Und wie gesagt, weil ich halt gedacht habe, boah, da kann man richtig mal auf Logistik und Dings machen, Holzverarbeitung, habe ich das eben ausgenutzt. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal direkt hin, weil das nervt mich ein bisschen. Erbser. Aber dann hier ist ja die Zuckerfabrik, nochmal nächste Logistikzentrum, Möbelherstellung ist ja hier und so weiter und so fort. Und hier ist die Würstchen, habe ich ja gesagt. Ich finde es gerade mein Lamborghini gedöhnt nicht. Wo ist er denn? Irgendwo habe ich ihn verbaut. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Fruchtsäfte, Salat, Diesel. Achso, bei der BGA habe ich noch einen Fermenter reingebaut. Kann man auch mal ganz kurz angucken. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Silage-Fan, dass hier alles vollknallt mit Silage, sondern ich habe hier vom, fand ich am geilsten, weil hier alles reingeknallt werden kann, wie eben Gras, Luzerne, ein Häckselgut. Ja, die gibt es ja leider nicht mehr vom FSM-Team. Den habe ich mir noch gesichert, weil die Seite ist dicht, die gibt es nicht mehr. Vielleicht habt ihr Glück, dass ihr deren Mods noch irgendwo kriegt. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ich hänge jetzt gerade ein bisschen, weil ich gerade überlegen bin, wo ich diese... Da habe ich ihn hingeknallt, da ist er. Da ist die Lamborghini-Fabrik. Das ist es. Hier habe ich es hingebaut. Hier ist die Lamborghini-Fabrik. Wieder gegenüber vom Container gedöhnt da. Wieder hier sind die LKWs. Und wie gesagt, ich habe hier bei der Lamborghini-Fabrik auch noch Parkflächen hingebaut. Und zwar hier für dementsprechend Sattelzüge, Auflieger mit den Autotransportern und so. Schade, dass es diesen Mod nicht extra gibt zum Auto, einfach normal verladen und so weiter und so fort. Das wäre ein richtiges geiles Ding. Ich weiß auch nicht, ob man das machen kann, dass man eben diesen, da sind wir ganz kurz,
Ja, hier ist das ATC-Pack, das Multifruit-Pack, das ist mit drauf auf der Karte und so. Wenn ihr eben dieses Dingsbums mit reinknallt, das Manure Schlauchsystem, dann erscheint das. Und wie gesagt, das ist für mich wichtig, die ATC-Produkte, und hier gibt es auch die Container, was auch wichtig ist und so weiter und so fort. Und hier ist nochmal Multifruit. Hier ist das BDM Autolo, das finde ich auch sehr, sehr gut und so weiter und so. Dann Labrador Volvo. Wie gesagt, ich mache die Mods noch dünner. Wie gesagt, ich tue die noch ein bisschen ausdünnen. Weil jeden Scheiß brauchen wir nicht. Ich habe es halt mal mit reingeknallt. Wie gesagt, sein, dass er da dabei ist. Da ist der Pausenwagen. Das eine, was mir auch ärgert, ist gerade, dass es nur diesen scheiß DDR-Bauwagen gibt. Es gibt ja auch in Deutschland stinknormale Bauwagen als Deichsel oder als Einachser, wie man sie ja bekennt, mit einem halbrunden Dach. Beim LS15 kam er mal raus. Oh, wie gnädig. Aber LS17 kam er nicht raus. Beim LS19 auch nicht. Vielleicht wird er irgendwann mal hergestellt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wo da dieses Gedöns ist. Ich kann es nicht sagen. Er ist aber kaufbar. Er muss irgendwo versteckt sein. Das ist das Hot Transport System. Da habe ich zum Beispiel die Viehwägen übernommen. Hängerzug. Funktioniert sehr gut. Da ist der Klagstapler. Der ist auch wichtig. Hier sind die ganzen, mein Mercedes-Benz, ich habe extra ein Auto verforst haben, das habe ich mal da mal reingeknallt. Und dieser hier, das Hot Transportsystem, alles muss man jetzt nicht haben, aber zum Beispiel das da ist cool, oder das, wie gesagt, für Milch und Tank, also da kann man richtig schöne Hängerzüge bilden, das habe ich genommen. Animals, weil das fehlt mir einfach noch beim LS19, und zwar, dass es schöne Hängerzüge im Tiertransport gibt. Dieser hier ist der LKW, hier ist der normale Drehschemel und eben Dings noch. Deswegen war das muss mit dazu. Hot Online Team, Daumen hoch, hat das super rausgebracht, dass man das auch auf anderen Karten benutzen kann. So, jetzt finde ich immer noch nicht diese blöden Hänger. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ist. Ich kann es nicht sagen. Hier habe ich auch noch ein paar Tieflader. Das ist auch so ein Punkt, es gibt Tieflader, wunderschön, aber die wenigsten Tieflader haben einfach kein Attachment, dass die Fahrzeuge auch drauf bleiben. Weil allein mit dem scheiß Fixierbändern, wie sagt man die, setzt man den Arm nicht ein. Ihr wisst auch, was ich meine, da wo man normal Sachen mit festmacht, fixiert, das funktioniert alleine nicht, das ist schrottig, fragt mich nicht warum, es ist so. Da habe ich auch noch so Kippersystem, wo ich auch sehr gut finde, gerade für Getreidetransport. HKL-System, Claro, das muss. Da, wie gesagt, ich vermisse es gerade irgendwo den Hänger mit den Metal Touch Pack ist auch richtig geil, finde ich super. Egal, ich finde es nicht, Leute, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, das tut mir furchtbar leid. Hier sind die Schneidwerke für die ganzen Multifruit-Geschichten und so weiter und so fort. Finde ich auch sehr, sehr gern. Weil ja schließlich auch Kraut ernten und Salat ernten, wie ist da Tabak und so. Ich habe keine Ahnung, wo dieser blöde Mod jetzt ist. Ich habe keinen blassen Dunst, der jetzt hingekommen ist. Hier Transport, da gibt mir zu wenig Mods. Weil ich würde mir aber wünschen, dass es einen alten Pferdeanhänger gibt, einen richtig alten, mit Planen noch und so. Wenn der Silverstar sowieso so scheiße, dann ist was Tolles, wenn man eine amerikanische Map spielt. Der einzige, wo ich noch cool finde, ist der da. Der Art Mechano. Und dann noch dieser alte, das einzige alte Auflieger von Fortschritt, HLS,
Viehtransporter, wo es als Sattel gibt irgendwie, und ja, schade, dass da nicht mehr rauskam. Und ja, da sind ganzen Tankstellengeschichte. Weißt du, wo mir fehlt, ist Aral, den gibt es irgendwie nicht, aber egal. Und dann halt der Drehschemel, Dreiachsweg, wo alles packen kann, oder so Milch und Wasser. Finde ich cool, ist gut. Ja. Das echt nicht sagen, wo der geblieben ist. Hier ist nochmal einer, der kann alles laden. Hier ist nochmal, wo auch alles knallen kann. Das ist eine wichtige Seite, was dann noch schön wäre, wenn man die Aufschriften da ändern könnte und so weiter und so fort. Da habe ich auch nochmal eine, so eine Edition irgendwie. Wie gesagt, die werde ich auch wegnehmen, weil alles braucht man nicht. Ach, jetzt weiß ich, wo der vielleicht versteckt ist. Es kann sein, dass er hier irgendwo versteckt ist. So, die Eierpaletten und dann wieder Döner Chicken. Big Bags, Hühnerfutter, Pferdefutter, alles Mögliche, diverses. Ja, das sind die Container, da gibt es verschiedene Container noch und so. Mit verschiedenen Aufschriften, das habe ich auch mal mit reingenommen. Der ist da, Heu und Stroh und Gedönse. Aber ich finde immer noch nicht, denn das sind die Lager für diese Holzfabrik da. Das sind auch nur Container. Und das ist Schreinerei, das ist die Horschfeld Logistik. Hier ist noch Schreinerei Gedöns. Hier sind vom Hot Online Team Füllbares, soll das heißen. Und zwar ist es auch nochmal Gülle, Manure, Gärreste und jetzt auch dieses Milchhaus. Weil das sind die einzigen, die einfach mal ein befüllbares Milchhaus, Milchlager auf die Reihe gekriegt haben. Das finde ich richtig cool. Oder hier, Wassertank. Deswegen ist es auch ein Muss, dass man unbedingt mit reinnehmen kann. Das sein, dass er da versteckt ist. Ich kann es echt nicht sagen. Das ist die Lamborghini-Fabrik. Das ist eben Kaufstelle. Ach, da fällt mir gerade ein, seht ihr, aber ich muss das die Magazine, Schreinerei. Egal, zurück ist zu den Mods. Ich zeige euch noch schnell was. Und zwar habe ich noch was Schnuppliges gebaut, weil ich das irgendwie cool fand. Das ist etwas Blödes, den Trigger, den haben die irgendwie ins Wasser gebaut. Fragt mich nicht, warum der im Wasser gelandet ist. Aber ist halt so, da ist jetzt nichts dran ändern. Wie gesagt, ich werde noch ein paar Verschönerungen vornehmen, wie gesagt. Eine Fläche habe ich noch zum Bebauen irgendwie. Mal gucken, was ich draus mache. Ich weiß noch nicht, vielleicht kommt auch noch ein richtig geiler Mod raus und man sagt, wow, geil, da kann man das mit zu dazu nehmen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Und so ist es hier unten auf der Wiese. Fußballplatz in der Nähe. Und zwar hier eine kleine Honig. Eine Imkerei. Die habe ich hier hingebaut. Das fand ich irgendwie cool. So rundherum kann man Honig machen und auch noch verkaufen. Ne, bei einem Restaurant, sowas kommt was. So, das war's. Das waren meine Umbauten. Schwerpunkt Forstprojekte, Logistik und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt es euch gefallen und sagt, tolle Idee, war cool. Und wie gesagt, ich lobe den LS19 allein in dem Punkt, weil man eben durch platzierbare Objekte viel, viel machen kann. Wie gesagt, vielleicht kommen noch richtig tolle Mods raus. Ich würde es mir wünschen, zum Beispiel auch, was mehr das Baugewerbe betrifft, dass es da noch Fabriken gibt, die zum Beispiel, ich sage es mal saublöd, auch Stahl irgendwie herstellen, Stahlträger. Stahlrohre oder von mir aus auch nur Betonrohre, Betonmauern oder Platten oder dieser Steine gibt es hier noch schon vom Daniel vom Feed Action, aber ich würde mir da noch ein bisschen mehr wünschen oder was weiß ich. Wie gesagt, es gab nur ein einziges Mal beim LS15 und zwar war das die Map vom Kastor. Kernstadt, da hat er eben eine Fabrik reingebaut, eine Betonfabrik, wo man
Betonrohre, Betonwände und Betonsteine herstellen konnte. Das war richtig cool und seitdem nie mehr gesehen. So, ich verabschiede mich von diesem Kurzvideo, wie gesagt, das ist ein Update zu der Felsbrunn, wie ich es jetzt gebaut habe, wie ich es spielen werde und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wie gesagt, hauptsache die FPS macht es mit dem Laptop. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Das wird mich besonders freuen, was ihr dazu meint. Auch wenn es immer nur der Chris ist. Und wie gesagt, ihr habt ja auch noch einen Vorschlag oder irgendwas. Und ja, lasst ein Abo da, wenn es euch richtig brennend interessiert. Ich bringe zwar jetzt nicht mehr so viele Videos raus, da müsst ihr mich entschuldigen, aber ja. Ich bin immer der Jüngste. Okay, ich sag mal tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.